Hallo. Mein Name ist Chavo und das ist Jackass. Okay. Aber anstatt... Oh, mein Fuß! Na, ich dachte eigentlich, dass wir jetzt hier den Turm schnitzeln. Guck mal, Alter. Also entweder hat die Riesenmöpse oder das ist nur der Brustpanzer bei der Frau hier. Wo denn? Hier oben, da. Oh, ich da. Ach. Irgendwie. Das ist Doppel-F. Naja gut, die sind halt sehr gepresst, ne? So ist das halt. Doppelt gepresst. Geschüttelt, nicht gerührt. Ja, genau. Ja, herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Lord of the Rings. Richtig. Mit dem. Raffi. Und dem. Chavo. Und dem. Pico. Pico. ja, schlafen, ne? Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Wir sind noch immer hier bei den Elben. Ne? Ja. Schön hier für dich. Ja, finde ich auch. Vor allem jetzt, wo ich meine Rüstung habe. Jetzt bin ich auch nicht mehr so der Außenseiter, wo ich hier die Markenkleidung trage. Richtig, jetzt kannst du alles metzeln. Jetzt hast du genug Rüstung. Das, ja, mit 4,5 ist man echt total überlegen. Aber man kann schön schnell rennen, das ist schon geil. Das wäre eigentlich voll geil, wenn man so irgendwie, keine Ahnung, wenn man die Orks unten befreit und die dann helfen zu kämpfen oder sowas. So, wo müssen wir hin? Wir müssen nach Osten, Nordosten, oder? Ja, egal. Wir sind aus Osten gekommen eigentlich gerade. Okay. Ja, wollen wir dann hier noch ein bisschen umschauen? Weil eigentlich haben wir ja hier schon vieles gesehen, ne? Ja, ein bisschen was würde ich schon noch anschauen. Ja, dann lass uns aber doch in die richtige Richtung laufen, oder? Aus der sind wir doch gerade gekommen, da haben wir gerade schon. Ja, dann rennen wir jetzt nach Süden los. Okay, wo ist Süden? Da ist Süden. Ab in den Süden. Der Sonne hinterher. Da rechts ist nochmal so ein Turm. Warte, hier sind Kühe, hier sind Kühe. Ich brauche ein bisschen Fleisch. Oh, Kühe. Ernsthaft. Oh, ich habe es mit dem Bogen erledigt. Ich frage mich, ob man in so einen Baum auch rein kann oder ob das einfach nur Deko ist. Ich glaube, einfach nur Deko. So, noch mehr? Nein. Da ist noch ein Hühnchen. Oh, Pfeile! Alter, war so ein Alkoholiker, der hier lebt. Alter, so viel. Ja, aber Becher haben die auch alle in ihren Häusern, ne? Bist du in welchem Haus? Wo bist du denn hingerannt? Keine Ahnung, ich bin hier einfach in ein Haus rein. Bin hier drüben. Oh, ich habe eine Wutelfen-Axt bekommen. Ja, wo bist du? Ich bin hier in so ein Haus rein und dann da drüben und dann. Nein! Warte, du bist bestimmt ein Haus weitergerannt. Weil blind wie du bist, hast du das bestimmt übersehen. Warte. Ah ne, hier wohnt jemand Fremdes, den ich jetzt ausrauben werde. Ich weiß, dass ich ein bisschen weitergerannt bin, aber ich habe gerade voll die Orientierung verloren. Hier schaut alles so gleich aus. Wie die alle nur ihre Bögen hier haben. Echt. Aber die Häuser sind ganz nett gemacht, ne? Mit dem Blattdach. Das ist echt raffiniert. So, Gott, gefällt mir. Gott, nicht wirklich. Du kannst ja nicht immer noch darüber lachen. Doch, doch. Dann habe ich dich jetzt offiziell verloren. Ich werde dein Gesicht jetzt auf Milchpackungen drucken. Du weißt nicht mal, wie ich ausschaue. Na doch, ein Koala. Ach, schau, hier sind Kühe. Ah, da war ich auch, aber nein, ich habe sie alle getötet. Ah, hier ist ein Canyon. Hast du den schon gefunden? Nee. Wenn das Haus hier leer ist, weiß ich, dass du hier warst. Hier ist Alkohol, 3x18%, ne, 2x. Ich glaube, da warst du schon. Nee, da war ich noch nicht. Bei mir war nur 1x18% drin. So, du rennst aber auch Richtung Süden, ne? Richtung... Ich bin gerade nirgends hingerannt. Süden. So, hier ist Süden. Hier ist noch so ein fetter Baum. Ich glaube, wir haben uns verloren, Schau. Wir müssen die Elben fahren. Oh, hier ist einer mit 2 Etagen, so ein Baum. 2 Etagen? Ja, dass du halt... Beim einen konnten wir nur auf eine Plattform, dann war Schluss, aber hier kannst du weiter hoch. Da kannst du nämlich bis in die Baumkrone, glaube ich. Zumindest ich auch höher. Warte, ja, vielleicht sehe ich dich. Ich bin ja jetzt elbischer Kundschafter. Mann, sind hier viele Häuser. Das ist ja eine kleine Siedlung. Warte, warte, bist du hier? Ah, ich glaube, dann bist du. Also ich bin hier in der Gegend, wo total viele Häuser sind. Ah, oder? Nee. Ach, keine Ahnung. Ich teleporte mich jetzt einfach irgendwo hin. Wir haben hier alles erkundet, oder? Okay, dann mach das. Wir alles? Ich würde sagen... warte, ich will noch kurz... Wow, jetzt wäre ich hier fast hart aufgeschlagen. Hart auf den Boden der Tatsachen. 2, 3 Häuser, die möchte ich noch ganz schnell durchgucken, die direkt nebeneinander stehen. Also wie schnell man jetzt die Chicken Wings verliert, wenn man so schnell rennt. Voll krass. Na gut. Man rennt ja trotzdem noch dieselbe Strecke. Lembas! Jackpot! Ich will auch. Da ist noch ein Haus und da, also wegen mir kannst du dich teleportieren, ich komme dann jetzt direkt. Oh, Lembas. Unten,
Verzauberter Bogen. Hab ich auch. Was hat deiner drauf? Power 2. Ah, meiner hat Punch 1 und Power 2. Oh, hier ist... Ist das eine Teenager-Elbin? Ist jetzt gerade gewachsen? Was? Geht das? Ne, doch, die werden ja irgendwann erwachsen, ne? Bestimmt. Aber ich hätte jetzt gesagt, dass die eben klein war. Das muss ich mir später nochmal angucken. Aber okay, wegen mir können wir. Ich will vielleicht nochmal schauen, dass ich keine Ahnung was finde. Warte, ich okay. Gehe noch kurz hier in das Haus rein und schaue die Chest und dann... Oh, nochmal Lambas, nice. Ja, wollen wir uns in den Wilderland teleportieren, oder? Ja, bin ich dafür. Lake. Ja, okay, einfach auch mitten rein mal. Ich Eastward folge dir. Bound. Ganz, ganz blind. Eastward bound. So, jetzt sehe ich was. Ich sehe dein Inneres. Das ist unangenehm. Das finde ich auch nicht nett. So, wo ist ein Osten? Da ist Osten. Ja, einfach nach Osten, oder? Ja, so, jetzt muss ich mich ja gerade orientieren. Wo hast du uns hin teleportiert? Da sind die Iron Hills, okay. Ich glaube, es lohnt sich jetzt fast nicht, ein Pferd zu nehmen, außer des Hungers wegen, ne? Ja, ich weiß nicht. Ich meine, wir sind ja schon schneller als ein Pferd, jetzt eigentlich so. Ja, ich meine ja nur, bei Pferden kriegst du halt keinen Hunger. Ich nehme hier die Hasen mit. Nein, du Abschlepper. Nicht Fluffy. Ich nenne meinen Hasen Fluffy. Mr. und Mrs. Fluffy. Ah, du bist eh hinter mir. Oida, wie du mal hier dabei bleibst. Ja, jetzt wo ich die gleiche Rüstung habe, ja. Aber hier sind jetzt auch keine Ruinen oder sowas irgendwie. Na, vielleicht gibt es ja einfach keine. Ja, aber eigentlich müsste es doch überall was generieren. Nein, das ist, glaube ich, nicht. Verstehe ich nicht, Charo. Ja, Mensch, jetzt, da waren jetzt ein paar Bäume, wo mal nichts drin stand. Du bist jetzt echt verwöhnt, die letzte Folge, ne, dass da überall was zu gucken war. Das ist wie Raffi am Strand. Der beschwert sich, wenn es mal nichts zu gucken gibt. Da ist was, Charo. Siehst du das? Da ist was. Ja, warte mal, ich hänge noch so ein bisschen fest. Da ist was, Chavo. Ja, ein Dingen. Ist das ein Baum? Keine Ahnung. Boah, da hast du ja echt was Spannendes gefunden. Boah, ich glaube, ich bleib hier. Ich muss jetzt den Baum. Okay, also wenn du das so sagst, dann darfst du es auch ruhig behalten. Okay. Ach, schau mal, hier hinten ist irgendwie, glaube ich, das ist ein Dungeon, glaube ich. Ein ja, das ist offen, ne? Ja, das ist jedenfalls ein Dungeon von Ruins. Ah ja, ich höre schon was. Ich bin schon drin. Oh, du Cheater. Hä, wie die voll schwarz sind. Nega-Zombies. Was? Ach, was? Hier. Die rapen mich. Sind die stark? Alter, ich habe noch zwei Herzen. Das ist krass, wie dunkel das da ist. Das ist hier drunter, ne? Du musst auf die Spawner aufpassen, die sind versteckt. Alter. Ist mir gerade so aufgefallen. Ich regeneriere jetzt erstmal ein bisschen was. Okay. Ah, kleiner Zombie. Sehr schnell. Weg, oh, ich. Alter, willst du die Spawner vielleicht kaputt machen? Ja, ich bin doch schon dabei. Oh, wie die leuchten. Warte, ich kämpfe hart um mein Überleben. Hau ab, du Scheiß. Ich mach den jetzt mit der Spitzhacke tot. So. Da Fug, was ist jetzt bei mir los? Lebst du nicht mehr? Doch, aber ich habe irgendwas aufgenommen, was dem Typ, was meinem Inventar nicht gefällt. Ah! Wie, und ich muss das jetzt alleine regeln, im Ernst? Ich verstehe das jetzt nicht. Also, what the fuck? Hä? Was ist das? Okay. Darf ich mir das, das muss ich mir nachher wahrscheinlich angucken, weil das so cool ist. Das ist halt dieses, wenn du Spawner auch eingibst, dass der Shader dann so voll verbuggt ist. Was hast du denn jetzt aufgenommen, dass das passiert? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, deine Kiste ist, ich habe ja auch eine Kiste für dich, ne? Oh toll, bei mir ist Brot und Weizen drin und Eier, das ist ja langweilig. Was ist in deiner? Ich will in deine gucken. Nein, ich deine. Hier ist deine Kiste, da wo ich draufstehe, hier. Ja, was ist da drin? Nimm es raus, ich sehe da nichts. Achso, ein Apfel, Kohle, Brot. Nimm es einfach mal mit. Was könnte es jetzt sein? Vorher ging es doch gerade auch. Jetzt verstehe ich jetzt nicht. Ey, ich habe eine Axt von den Elben. Die ist genauso stark wie ein Eisenschwert. Vielleicht tauche ich auch einfach wieder meinen Joko-Pack-Kick-Shader rein. Okay. Ich packe jetzt mal einen Dolch weg, die brauche ich ja im Leben nicht. Fug. Okay, kommst du? Ja, warte, ich muss hier echt mal so ein bisschen gucken. Ja, so geht's auch. Ich finde noch so ein fetter Battle Tower. Battle. Was ist halt das Dumme an dem Shader? Da wechselt es immer so zwischen. Ja, der Himmel, der wechselt. Ui, was ist.
Bist du da, wo ich bin? Da ist so eine Kuppel daneben. Naja. Ach, da bist du. Uiuiuiui. Uiuiuiui, das sind Diamanten. Ey, du darfst nicht schon gucken. Ich muss immer warten und du rennst einfach immer vor. Was ist denn das für eine Frechheit? Was, du willst was tun? Ach, das ist eine Falle, wa? Ja, das war eine Falle. Ach, da kommt ein massiver Gravelblock runter, oder was? Und ich glaube in der Mitte Lava oder sowas. Geil, dann buddel ich mich nicht so dreckig. Ich guck da mal rein. Das interessiert mich doch so ein bisschen. Ah, da kommt die Lava. Okay, das lassen wir erstmal. Ne, ich bin jetzt aber interessiert. Du kannst ja jetzt nicht einfach gehen. Ich schau in den Tower rein. Ja, mach das. Ich bin ja in der Nähe. Wenn ich brenne, musst du mich löschen. Das ist ganz schön viel Lava hier. Echt? Wahrscheinlich einmal komplett mit Lava gefüllt, oder? Nee, aber so die Ränder. Das läuft so schön zur Mitte. Also hier ist schon gut was. Und da waren Diamanten, oder was? Ja, 2 Diamanten und Kohle, glaube ich. Wenn ich das richtig erspäht habe. Nicht ohne. Ich buddel mich da jetzt rein. Ich bin so interessiert. Weg da. So. Ja, okay, aber ich glaube, das ist alles verloren. Oh, hier kann man ja noch reinfallen. Hier läuft ein Zombie. Geh mal weg hier. Okay, dann gehe ich halt. Ja, bitte, jetzt geh einfach mal. Dann werde ich dich aber auch nicht mehr beschützen, wenn du nichts mehr sehen kannst. Oh nein, jetzt habe ich die Fackel aufgenommen. Ich habe gerade eine Fackel von der Wand runtergeschlagen. Jetzt hat sie voll cool am Boden geleuchtet und mir Licht gemacht. Boah. Nein! Schau. Ja. Die Rüstung ist nicht so gut. Voll der Bullshit. Voll der Beschiss. Ich plündere schon mal. Da waren Apfel und 2 Knochen drin. Hey, dafür rennst du mal vor. Also ist doch fair, ich krieg den Loot und du kriegst was zu sehen. Ja, das ist voll fair. Ja, finde ich schon. Ja, finde ich auch. Ja, siehst du, dann sind wir uns jetzt mal total einig. Warst du schon oben? Nee, bin erst nach unten gegangen. Nee, du. Nee. Wow, guten Tag. Ja, jetzt darf ich aber den Loot mitnehmen. Mach doch. Ja. Du hast schon 2 Kisten, willst du mich eigentlich verkackeiern? Nee, das machen wir. Das ist ein Nasenzombie. Ja, das ist ein Dingens-Zombie halt, ne? Ein Villager. Ne? Oh, ich hab so viele Level, ey. Ich kann so viel verzaubern, ey. Heute. Hörst du jetzt mal... Ach, der steht auf der Kiste, ich hab ihn gar nicht gesehen. Nein! Was? Das war gar nicht mal so unknapp. Hab ich noch irgendwas zu futtern? Der Rückweg ist versperrt, Raffi. Wir müssen durch die Minen von Moria gehen. Nein! Na gut, dann sehen wir wenigstens den. Wie heißt der? Der. Balrog. Ja. Nein! Ja! Wow! 2! Halbes. Ein Herz! Nein! Oh mein Gott! Ein Herz! Packst du schon, Chavo? Ah, wo? Jetzt kommt er hinter mir! Ey, wie fies ist das? Jetzt kam er von der. Alter! Ich glaub's ja nicht! Schon gut? Das war ein fieser Trick. Ich habe mich gar nicht zu dir teleportiert. Okay, dann passt ja. Vor allem der ganze Server hängt. Oh, jetzt. Ich gehe wieder runter, hol mein Zeug. Tschüss. Ja, tut das. Ich wäre dafür, wir machen uns eine Eisenrüstung, wenn wir dann bei den Zwergen sind. Ja, die gibt's da bestimmt auch verzaubert. Oder wir machen uns eine Mithrilrüstung. Boah, du hast ja hier nicht mal die Spawner abgebaut. Ich habe eigentlich überall die Spawner. Nein, hast du nicht. Was gibt's denn eine Mithrilrüstung, Chavo? Das müssen wir uns machen. Jetzt lass mich in Ruhe, du scheiß Skelett. Ein Creeper! Oh. Das ist das erste Mal, dass ich hier einen Creeper sehe. Das gehört. Ja, ich bin gerade noch anderweitig beschäftigt. Ich weiß nicht. Kennst du das so ein bisschen? Ist da was runtergefallen? Nein. Okay, ich hab meine Ausrüstung wieder. Puh. Und ich habe einen Pfeil im Kopf. Wo kommst du denn her? Du scheiß Vieh. Nein! Oh Gott. Da sind 2 Creeper-Spawner, glaube ich. Ja, okay, dann kümmern wir uns da jetzt mal drum. Ich muss erstmal meine Ausrüstung holen, die ganz, ganz außen liegt. Irgendwo. Hä? Wo kommt das scheiß Skelett her? Wo spawnt denn das, bitte? Ach da, der Spawner ist das. Das ist wunderbar, Ork. Hilfe, ich bin ziemlich gefickt.
Naja, alles was Spaß macht, ne? Ja, es macht gerade nicht Spaß, wenn ich von dem Ort durchgenommen werde. Ach, das ist auch, schon wieder so eine rassistische Aussage. Ja, ich gehe jetzt auch gerade. Oh, man muss echt aufpassen, dass man hier nicht andauernd stirbt, ne? Ist mir mal so aufgefallen. Wo ist das Skelett denn jetzt hingefallen? Da ist es. So. Achso, ich habe mich hier gerade weggebaut, ne? Oh mein Gott. Ah, die kommt von draußen rein. Das Alter. System hat. Ah, jetzt ist er. Ha! Erledigt habe ich ihn. Ich habe aber bald nichts mehr zu essen, ne? Jeder hat hier so seine Problemchen. Hilfe, nur zwei Herzen. Ich brauche eine Eisenrüstung, ganz dringend. Der Spawner ist. Ist das jetzt wieder so ein komischer Bug? Ein Bug? Ja, weil ich habe hier so einen Spawner abgebaut, aber die Flammen sind noch da. Ist aber nicht gut. Ach, nein! Jetzt habe ich mein Brot weggeworfen. Da, nichts wie weg hier. Nein, hier geht's nach unten, da will ich nicht hin. Ich will nach oben. Lass mich durch, ich bin Arzt. Nein! Oh Gott. Mann. Du bist einfach zu unvorsichtig, habe ich so das Gefühl. So, war oben eigentlich noch was oder bist du immer unten gestorben? Ja, sind zwei Creeper-Spawner, Schavo. Ja, pass mal auf, ich zeig dir jetzt mal, wie das geht. Ich zeige es dir. Nein, bitte zeig's mir nicht. Ich bin nach unten gefallen und wäre jetzt fast gestorben. Schon gut. Ich zeig es dir. So, zweimal Lembas und 7 ungebratene Fleisch. Das muss mich jetzt echt über den Tag bringen. Ah, da Schwede. Oh mein Gott, ich habe ein bisschen Angst. Was macht der Ork hier? Alter. Wo waren die Creeper-Spawner? Ganz oben, oder was? Ganz oben. Zwei Creeper-Spawner. Ah, da steht er schon. So, ich glaube, ich werf mal den. Wow, sind das viele? Nein, wirklich. Und tot. Schon gut, Schabo. Ich zeig dir jetzt, wie das geht. Pass auf. Oh, Mann. Ist ja interessant, dass man die Spawner nicht kaputt machen kann. Also, dass sie sich nicht selbst zerstören, meine ich. Wie hoch bist du? Ah, da kann ich aus dem Fenster springen. Wollen wir nicht nach oben schauen? Ja, warte, ich weiß nicht, wir können es auch lassen. Ich würde sagen, wir lassen es und gehen erstmal schlafen. Hab ich alles? Ich hoffe mal. Da ist mein zweiter Beutel. Ich hoffe mal, ich habe nicht allzu viel verloren. Mir fehlen Schuhe. Ich hatte mal Schuhe. Ich habe jetzt einen Eisenhelm angezogen, ganz ehrlich. Ich kämpfe jetzt mit einer Elbenaxt. Komm her, mein Freund. Nee, das ist ein. Nicht bevor ich nicht meine Schuhe habe. Da unten liegt noch mehr Zeug. Wer für schlafen? Ah, die sind mir nicht böse. Okay, ich leg mich schön. Hier ist ein Schwert, hier ist ein Schwert. Ich lieg grad. Und ich bekämpfe da. Ja, ich habe noch gar kein Schwert. Doch, mein Eisenschwert habe ich. Au. Boah, ey. Go, Rafi. Von der anderen Seite hinter dir. Ich habe ihn extra für dich getötet. Jetzt leg dich doch mal hin, Rafi. Ja. Warte, ich kill den jetzt hier. Axt gegen Axt. Keine Ahnung. So, ich liege. Im zweiten Stock oder so. Schneller, los, schnell. Es wird becampt. Ja, das ist auch zum Schlafen da. Macht man oft in Camps. Ne? Was ist denn da hinten? Waren wir da? Da ist eine komplette Schmiede, da kann man gleich mal reinschauen. Wollen wir da vielleicht erst reinschauen und dann schlafen da? Okay. Nein, wohl doch. Machen wir. Auf geht's. Schon in die Richtung, oder? Na, welche Richtung bist du? Ja, siehst doch, du mich? Ja. Hallo, Ork. Hast du meine Schuhe eigentlich gefunden, zufällig? Ich hab sie selbst, okay. Ich hab ein Schwert, aber. Warte, ja, es geht darum, dass ich schnell sprinten kann. Hier hast du dein Schwert. Ey, das sind die falschen Boots. Ich hab Ork-Boots gefunden. Warte, was hattest du noch? Wenn du irgendwie diese Elben-Boots hast? Nee. Ah, die müssten dann ja irgendwo hier liegen. Ist doch jetzt egal, schau mal. Ja, nee, dann läufst du nämlich wieder 3 Stunden schneller als ich. Ich hab einen Eisenhelm angezogen, ich hab keinen Speed mehr. Ach so, gut. Dann ist das vernünftig. Und gleich habe ich so viel Hunger, dass ich nicht mehr rennen kann. Und alles ist voll traurig. Das ist auch nicht schlecht. Die ganzen Orks hier, aber da kann man schön hier Dings farmen. Alignment. Wie er dich will, einfach. Naja, hinter mir ist auch noch irgendwo einer, aber der kann mich mal. Ja, den hole ich ja gerade. Oh, da hinter dir ist noch einer, gell?
Ich habe ihn getötet. Die Karawane zieht weiter. Hey, schau mal, da auf der Schmiede ist auch einer drauf. Das wird's gerade Tag. Das ist ein Sniper. Aber in Schmieden ist oft eine Truhe drin. Oh, mit 4 Eisen. So, habe ich noch irgendwas zu essen? Mein Lembas habe ich. Ich habe mein rohes Fleisch leider verloren. Das ist nicht so gut. Hier hast du ein bisschen Raw Beef. Oh, juhu. Das sieht fast aus wie das, was ich hatte, Raffi. Das sieht genauso aus. Und ich habe meine dicke Pouch verloren. Ja, hier habe ich. Puh, da ist nämlich auch noch, da ist auch Eisen und alles drin. Das ist ja nicht so gut, wa? Na doch, jetzt ist es schon gut. Jetzt ist alles wieder gut. Jetzt ist alles wieder gut. So ein Stress heute, mein Gott. So. Oh. Ich wäre dafür, dass wir uns weiter teleporten. Vielleicht genau. Sogar in die Iron Hills schon rein, oder? Ja, können wir gerne. Okay, warte, warte. Nein, ich gucke hier noch was nach. Komm zurück. Durins Volk, ich bin gerade bei Durins Volk. Ja, warte, ich habe hier zumindest was entdeckt, was mich interessiert. Das ist ein Gebäude, das wir so noch nicht gesehen haben. Also das kannst du dir auch entgehen lassen, aber ich gucke mir das jetzt an. Ich habe so einen Hunger, ich muss Fleisch essen. Okay, ich glaube, ich will es eigentlich auch angucken, aber... Ja, dann komm doch nochmal zurück und dann teleportierst dich wieder und dann... Ich weiß nicht, ob das wirklich wichtig ist, aber ich gucke mir das jetzt auf jeden Fall an. Weil ich habe es noch nicht gesehen. Ich hab eine Zwergenbehausung gefunden, Schafo. Ja, warte, was ist denn das für ein Haus? Das ist ein Haus, in dem aus Glas in dem Wasser fließt. Ist das so ein Wasserwerk oder was? Achso, und damit ist das so ein Portal, oder? Stimmt, so genau. So, ja, ist nichts Besonderes. Wo führt das hin, das Portal? Das ist wahrscheinlich einfach ein Netherportal. Oh. Oh. So, Schafo, teleportier dich, ich habe ein Zwergenhaus gefunden. Das hier, diese zwei Kiesdinger? Ja, nein, schau ich hier drüben. Achso. Guckst du? Ein Schwein! Siehe und staune. Oh, Melon. Oh, das sieht nice aus. Die Steine sind cool. Ist alles cool hier. Hier geht sogar nach unten. Hat ganz normalen Furnace. Ah, ein Dwarven Crafting Table nehme ich auch mal gleich mit. Ja, eben, wo gibt's die Dwarven? Ah, Kiste! Teller! Ja, du alles nimmst einfach. Was sind das für Pussy-Zwergen? Hier nur 2%iger Alkohol. Hier wohnen nur Kinder, musst du wissen. Achso, ja dann. Ach, hier geht's auch nochmal nach unten. Schau mal die Betten von denen an. Schau, wie sie sich verfolgen. Ich glaube, die mögen dich nicht. Na, ich weiß nicht. Vielleicht mögen die einfach meine Bartbehaarung. Das ist schon cool hier. So, was schmeiße ich denn weg? Irgendwas, das. Mir fliegt einfach mal so ein Kronleuchter zu. Na gut. Weiter geht's. Oh, ich habe eine Bronze-Chestplate gefunden. Juhu. Oh. Dann würde ich sagen, wir machen hier eigentlich mal eine Höhlentour, oder? Ja, die Tür sieht mega gut aus, meine Fresse. Aber wir haben doch auch viel Kupfer, oder? Ist Kupfer schlechter als Eisen? Könnte man ja auch mal testen. Ist es? Oh, verdammt. Warum gibt's das dann, hä? Wofür gibt's Erze, wenn die schlechter sind? Tja, Schabo. Wo bist du denn? Bist du in den Berg rein, oder wo bist du hin? Nein, ich bin hinter dir. Hallo. Hi. Guten Tag. Oh, ja. Das ist ja ein super Einstieg. Wollen wir... Bist du da jetzt rein? Ja. Einfach mal so, eiskalt. Und du? Du bist da hinten. Ich suche gerade einfach nur noch eine Behausung vielleicht, noch einer kleinen Höhle, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, ob in der Höhle auch was drin ist oder ob das wirklich nur so in den Bergen jetzt reingebaut ist. Au. Das ist eine schwere Frage. Bist du eigentlich hinter mir? Nö, ich bin hier irgendwo. Ja, okay. Ich gucke halt, ob ich irgendwas finde. Ich gucke auch gerade. Hier ist Eisen. Aber schaut fast nicht so aus eigentlich. Aber hier ist ein schöner Höhleneinstieg eigentlich. Geht's schön tief. Na, ich habe auch einen schönen Höhleneinstieg. Macht jetzt hier jeder sein eigenes Ding, oder was? Ja, ist ja auch langweilig. Ja, warum gehst du auch nicht hinter mir her? Warum gehst du nicht hinter mir her? Au. Oh, Diamanten! Nein, Quatsch. Echt? Nein. Dann weißt du was, aber dann würde ich sagen, wir beenden die Folge hier und machen nächste Folge mit der Höhlentour weiter. Genau, und dann holen wir uns schnell eine gute Rüstung und dann kann uns Sauron mal am Popo knuten. Genau, dann gehen wir Sauron umbringen. Hört sich gut an. Genau, richtig. Ich bin wieder bei der Zwergenbehausung übrigens. Sehr gut, ich nicht. Dann komm dahin zurück.
Jetzt bin ich schon mitten in der Höhle. Ja, egal. Dann die ist voll toll. Mal, okay? Okay. Ja. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und haut rein. Bis dann. Ciao. Tschüss.